Sportfreunde! Und willkommen zur 7. Folge von FIFA 20. Karrieremodus mit dem 1. FC Magdeburg. Sachsen-Anhalt-Derby. Ja, ich weiß, dass die Meisterschaft. Was? Können Sie weiter solche Leistungen zeigen? Wir sind noch wie vor gut drauf. Wir sind nach wie vor gut drauf. Wir haben ein klares Ziel, ja? Und wir sind noch wie vor gut drauf. Grund dafür ist unsere positive Einstellung. Beeinträchtigt das die Moral von Hallescher FC? Die Jungs haben gut gespielt. Ja, was soll ich denn da sagen, Alter? Soll ich sagen, nee, die haben scheiße gespielt oder was? Ja, bin ich. Ja. Wir können noch mehr. Ja. Wir hatten einige gute Spiele, aber das geht alles noch besser. Von dieser Mannschaft dürfen wir noch viel erwarten. Vielen Dank. Bitte keine weiteren Fragen mehr. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Sachsen-Anhalt-Derby. Auf geht's! Würde ich sagen, Gostli wärmt sich auf. Und das andere, glaube ich, ist Kvesic gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir müssen einfach, jetzt müssen wir richtig Gas geben im Hallischer. In Magdeburg sind wir, glaube ich. Ich bin, glaube ich, zu Hause, wenn mich nicht alles täuscht gerade, oder? Nee? Oder? Doch, wir müssen zu Hause spielen. Und das tun wir auch. Magdeburg gegen Hallescher FC im Sachsen-Anhalt-Derby. Ja, da werden jetzt wieder die Fetzen fliegen. Ja, in der letzten Folge hatten wir auch schon ein Derby gegen Hansa. Das haben wir gewonnen mit 2:0. Und natürlich auch den Pokalkracher gegen Nürnberg haben wir gewonnen mit 3:1. Wenn ihr es verpasst habt, schaut aber in die letzte Folge. Das war einfach grandios. Und lasst aber jetzt halt schon mal ein Like da. Lasst jetzt schon mal, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo da. Und natürlich auch aktiviert einfach mal die Glocke dabei noch. Ja, dann verpasst ihr keine dieser Videos mehr. Und keine Neuigkeiten mehr zur Spielerkarriere, die was ja zurzeit nicht weitergeht. Weil ihr ja einfach es nicht gebacken kriegt, 5 Sterne Skills zu machen. Die Skills richtig zu machen, weil man. Ja, im Spielerkarrieremodus nur Scanner Skills hat. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut einfach mal auf dem Kanal vorbei und schaut das Video an. Die 5. Folge von der Spielerkarriere, ja? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder bei den Aufstellungen. Ja, lange warten mussten wir nicht. Natürlich rotzen vorne im Sturm, weil Beck immer noch verletzt ist. Deswegen ist Marvin Temp auf der Bank. Ja, der ist ein richtig, richtig wichtiges Tor geschossen hat noch. Dann haben wir noch, ja. Ganz klar die beste Mannschaft auf dem Platz. Kogle natürlich wieder in Verteidigung. Jetzt hier die Aufstellung vom Hallescher FC mit Tom Müller im Kasten. Nummer 32. Keine Ahnung, warum die Nummer 1 bei denen nicht im Tor steht. Vielleicht steht die ja echt auch nicht im Tor. Das weiß ich leider nicht. Mai, Göbel. Hey, die spielen in der 4-3-1-2. Schlick, Galle. Galle, alles klar. Okay, los geht's, komm. Meine Güte. Schön. Okay, da läuft sich da gut frei. Schade. Fuck it. Hey, klärt doch den Ball richtig, Junge. Der sich auch schön und gut und gerne mal ins lange Eck rein senken können. Hallescher FC. Oh, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. 1:0 Hallescher FC. Hei.
Da schlafen wir noch ein bisschen hinten in der Verteidigung. So wie es aussieht, ja. Das ist nicht so geil. Dass wir da so schlafen da hinten. Ja, da kann Brunst auch nicht viel machen. Und ja, ich weiß, ich sag 500.000 Mal ja in einer Folge. Aber besser das als nein zu sagen. Hansch. Der Hanschmann mit dem fünften Tor schon, ey. So, jetzt müssen wir ein bisschen entspannter spielen hier. Und Kostli, komm. Oh, böse Ballmitnahme! Was für eine Ballmitnahme von Rotzen! Und dann macht er den Ball da einfach rein. Ist das Robert Lewandowski oder Rotzen? Mal ohne Witz. Was für eine Ballmitnahme hier. Ja? Hier, zack, nimmt dann mit und dann bumm, haut er den da rein, du. Hätte ihn daneben gehauen, wäre ich nicht so ausgerastet. Hätte ich gesagt, nö, ja. Hätte anders da mitnehmen müssen, aber wenn er reinhaut, dann muss man so ausrasten. Genauso wie der Trainer. Ja. Ja, mei, was soll man sagen? Bis auf. Musste mehr machen aus den Chancen. Oh, und jetzt der lange Ball auf Quadwo. Den kriegt er eigentlich, sag ich doch. Ach, Quadwo ist so beweglich. Spielen auf dem Kvesic. Der nochmal zurück auf dem Quadwo. Oh. Nein. Nicht die erste Saisonniederlage. Boah, Brunst, starke Parade, Mann. Meine Güte, unser Sieg, beziehungsweise das Unentschieden, steht auf der Kippe. Und jetzt auf einmal der Hallescher FC stärker wird. Ah, ja, 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 wir wechseln zweimal. Kvesic und Quadwo gehen runter und Tillmann und Conte kommen rein. Ist der Ball nur noch weg? Weg! Und jetzt muss es auf geht's. Jetzt geht's ab. Zack. Kostli, komm. Direkt in den Konter rein. Komm. Und zack. Wieder der Finet. Nee, jetzt. Warum in den Mann rein, Mann? Warum in den Mann? Schiri, Mann! Hättest du noch letzte Aktion machen können? Junge, was ist falsch bei dir? Hashtag, wir spielen einfach zu schlecht. Und Handy, du hältst Maul. Manchmal fragt man sich, woran hat's gelegen? Und man kann es nicht sagen. Vielleicht an der Chancenverwertung, weil wir einfach zu kompliziert gespielt haben. Wir wollten dieses Derby einfach gewinnen. Und haben einfach nur unentschieden gespielt. Was auch nicht gut ist für die Tabellensituation. Bin ich zufrieden. Ja, er ist gut drauf. Ja. Er muss einfach nur so weiterspielen. Ja. Weil wir brauchen den da hinten drin. Ja, im defensiven Mittelfeld. Und deswegen. Ey, wie oft wollt ihr noch darauf rumhackern? Ach komm, wir dürfen uns nicht immer nur darauf konzentrieren. Ja. Die Serie ist jetzt. Ja, okay, die letzten paar Folgen habe ich schon. Ausgleich in der ersten Halbzeit. Ja, ich hatte heute einen Sieg erwartet. Ja, das hatte ich heute. Ja. Aber naja, ging leider nicht. Eine Transferanfrage für Bertel. Steht der da drauf? Ja. Warum so wenig, Alter? Eigentlich mindestens einen Marktwert haben.
bam, mehr ist ein Marktwert, Alter. Jetzt bieten sie viel, 100, über 100.000 weniger. Und dann auf einmal schlagen sie doch noch ein, oder was? Komisch. Das kann man mal so sagen, oder? Ja. Das sagt der Vorstand, deswegen probiere ich ihn auch zu verkaufen. So, sieht aus, Bayern 2, wir spielen in München und spielen unentschieden, weil Kvesic einen Elfmeter verschießt. Wenn's mir nicht öfter aussitzen, werde ich über meine Zukunft hier nachdenken. Machen wir einfach so, wir gehören weiter zum Team. Sollen wir hier sich nicht so anstellen hier, ey. Ja. Und gleich kommen wir zu unseren beiden Jugendspielern, ja. Nach dem Spiel gegen Unterhaching. Ja. Pertl ist verkauft und wir haben noch ein monatliches Scouting-Update. Wie es aussieht. Komplett in die Tonne geglückt gehört. Ja, aber da gehören unsere Spieler nicht hin, weil Hueva einfach mal die 67 erreicht. Nice. Und Kogel auch noch die 65. So. Pressekonferenz. Sie spielen nach wie vor besser als alle erwartet hatten. Ja, immer noch. Ja, danke. Versuchen wir es. Ja. Wir müssen ein bisschen anderen Ton treffen heute. Wie werden sie das Spiel angehen? Wir dürfen die nicht unterschätzen. Wir müssen ein gutes Spiel zeigen. Ja, wir müssen ein gutes Spiel zeigen gegen den Dritten. Wir sind Erster. Aber trotzdem, das Spiel kann vorne und hinten ausgehen, ja? Was? Wie schätzen Sie die Chancen von... Wir waren das bessere Team. Es ist alles... Wir waren das bessere Team. Das sagt man doch normalerweise nach dem Spiel. Ja. In solchen Spielen wollen wir die beiden Teams sind stark. Und wollen den Dreier unbedingt. Ja, würde ich jetzt auch mal sagen. Auf geht's ins Topspiel. Ja, gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Ja, Unterhaching. Spielvereinigung Unterhaching gegen Magdeburg. Erster gegen Dritter. Ja, und so muss es aussehen. Wenn der Erste gegen den Dritten spielt, das wird auch wieder ein mega hartes Spiel. Hat man gegen den Hallischer FC schon gesehen, die sind Vierter jetzt. Ja, da muss alles richtig sitzen. Wir dürfen keine groben Schnitzer machen, nichts allzu viel ausprobieren. Haben wir auch nicht in Aufstellung. Nur ein bisschen, haben wir ein bisschen rotiert. Jetzt auf zwei Positionen. Als zum letzten Spiel gegen Hallischer FC, wo wir selber gespielt haben, ja. Aber hier sehen wir schon mal, weiß ich nicht, wer das ist, aber irgendeiner muss es ja sein. Und hier die Aufstellung von uns. Wir sehen Boomheuer und Tillmann heute von Anfang an und Kvesic. Und den anderen habe ich gar nicht mitgenommen. Den Koglin. Naja. Ja. Heute mal ein bisschen Routine. Rotieren, nicht Routine. Na, Boomheuer heute Captain. Ja. Und jetzt würde ich sagen, wir müssen hardcore angreifen. Eieieiei. Hier, Hein, Dietz. Ja, die kennt man doch alle. Ja. Die sollte man alle kennen. Da drauf und auf der Bank ist sogar noch Strohengel. Der hat mal bei Darmstadt gespielt. Ja. Dombrovska. Puh. Aufregendes Spiel. Heute mal ohne Kvesic in der Startaufstellung. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Hoffen wir es mal, weil Tillmann ist ja eigentlich auch kein schlechter. Kommt ja auch in der Nähe aus München. Also er kommt von Bayern 2. Deswegen
Schauen wir mal, ob er gegen Unterhaching da mal was reißen kann. Auf geht's! Oh, so bewegliche Spieler sind schon geil. Wunderschöner Ball von Costly! Und er geht nur an den Pfosten. Von Rodson. Und dann dreht er sich weg. Und nicht rein. Oh, Müller, da müssen wir jetzt aufpassen. Auf hinterher. Ich kann kotzen. Man will die Szene gar nicht nochmal sehen eigentlich. Weil das echt nicht cool ist. Er steht auf und tut den Ball nach hinten ablegen, Mann. Weil er inzwischen den Beinen hat, ey. Und dann macht Hein halt das, was ein Hein macht. Und zwar ein Tor. Tja. Ja. Rotzen! Starke Parade vom Torwart. Und der fliegt knapp drüber. Ey! Hey, der. Die Siegesserie darf jetzt nicht reißen! Kopfball aus 16 Metern und der geht rein. Ist okay. FIFA. Wir müssen 2-0 aufholen. Ach du heilige Mutter Maria. Es wird kein Weg mehr dran vorbei an ihm. Kein Weg führt mehr dran an Kvesic vorbei. Kein Weg mehr. Schieß doch, Mann, einfach! Schieß doch einfach! Ich drück schon schießen, es juckt ihn kein bisschen. Come on, Kvesic. Kvesic! Bumm, Alter! Das ist Kvesic! Das nützt als erstes so. Pass ich ihn in die Mitte? Nee! Einfach drauf, Mann. Kvesic kann das. Jetzt haben wir nur noch ein Tor. So, Preisinger geht heute runter. Ja. Machen wir mal Preisinger runter, wir gehen jetzt komplette Offensive. Jetzt gehe ich mal hier gar kein Risiko ein, Mann. Boah, ey. Da steht nicht nur Spitzenspiel drauf, da steht auch Rage-Spiel drauf. Und das ist wirklich auch drin. Mal ohne Witz. Huh. Mit 2-0 hinten liegen, Alter. Und trotzdem noch unentschieden spielen. Meine Güte. Legen wir alles rein. Legen wir einfach wirklich alles rein! Elfmeter und rot! Was? Nur gelb! Nur gelb. Aber Elfmeter gibt's. Wir hatten den besten Elfmeterschützen. Komm, Kvesic. Kvesic, du bist Maschine. Komm. Ja! Kvesic!
Kovac, Mann, du Maschine, Mann. Der kommt wieder nur rein und macht wieder das Spiel umdrehen, Alter. Tut schon wieder im Alleingang das Spiel drehen. Eine Vorlage, zwei Tore. Das ist Mario Kvesic. Der dreht das Topspiel einfach. Im Alleingang. Eieiei, die Legende ist geboren. Erst wollte ich ihn verkaufen und dann rasiert er die Liga. Und das war's. Wir gewinnen dieses Spiel noch. Was für ein packendes Spiel. Nach einem 2-0 hinten gewinnen wir dieses Spiel noch. Und jetzt Magdeburg macht das in echt nach. Oder gewinnt einfach ganz locker. Ja. Kvesic braucht nur zwei Versuche. Braucht nur zwei Versuche, um zwei Tore zu machen. Ja, kommt rein und rasiert. Ja. Innerhalb von 20 Minuten das Spiel gedreht. Sagt schon viel, oder? Ja. Die hätten nur zwei Chancen, aber naja. Hallo, nach dem Topspiel, nach einem 3-2-Sieg, lässt sich das schön leben. Ja, zum Helden des Spiels, ja. Wir müssen ihn loben. Wir müssen ihn einfach loben. Er ist einfach der beste Mann bei uns auf dem Platz. Wenn der reinkommt, man ist eine ganz andere Strahlung. Der strahlt die ganzen Liga, ganzen Leute von uns an, ey. Wir standen heute kurz vor der Niederlage. Ja, wir sind die einzige Mannschaft, glaube ich sogar. Ja, aber trotzdem komm. Bleiben wir mal ganz bescheiden heute in der Folge. Ja, auch wenn ich in der mitten vor dem Tor 2-1, vor dem 2-0 gesagt hat schon, ja. Ja, in den letzten 5 Minuten. Nächstes Mal brauchen wir hoffentlich kein Glück. Ja, ist so. Was für ein Spiel. Was für ein verfickt krankes Spiel. Ey, die sehen beide echt nicht schlecht aus. Und die Abstimmung hat gezeigt, dass ihr wollt, dass wir beide verpflichten. Ja, habe ich gerade nachgeguckt nochmal. Ins Profiteam übernehmen. Ins Profiteam übernehmen. Und ich würde mal sagen, schauen wir uns die zwei Jungs erstmal so an. Da unten sind sie. Vier und fünf. Hey, sieht gar nicht mehr so scheiße aus. Oh, der hat einen Lupfer, okay. Okay. So, und jetzt schauen wir uns mal das Potenzial nur von meinem an. Weil von meinem können wir nicht angucken, weil er noch zu schlecht ist. Also vom... BUM! Hat Potenzial, was Besonderes zu werden. Perfekt, ey. Gefühlt. Dann können wir eigentlich ein bisschen verkaufen gehen. Hoffentlich wird er auch ein guter. Ja, Bülter. Der hat ja in echt ein krankes Tor, glaube ich, gemacht oder so. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen bei Union, aber er hat, glaube ich, richtig gut gespielt. So, das ist die letzte Partie für heute. Gegen Sonnengroß. Sonnenhof Groß Asbach, so rum.
Ja, und wir wechseln sogar Baumann mit ein. Krass. Hombokoski macht halt 2 Tore und ich sehe gerade, Watson verletzt sich in der 82. Erstmal machen wir hier das. Danke fürs Zuhören. Für die Spielzeit. Ich erwarte mehr von dir. Der nächste Spieler, der 4 Monate ausfällt. Ja. Ganz toll. Ganz toll ist es. Super. Da freut man sich doch. Ja. Darüber freut man sich. Wir packen erstmal Temp in den Sturm. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr lieber Bell oder lieber Temp im Sturm sehen wollt. Kann ich kotzen. Bei sowas kann man doch einfach nur noch kotzen gehen. Ja, beide Stürmer waren verletzt. Ich kann echt kotzen davon. Ja. Ich kotze deinen an. Ja, aber ich würde einfach sagen, das war's jetzt mit dieser Folge vom FIFA 20 Karrieremodus mit 1. FC Magdeburg. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Ja, hoffentlich verletzt sich keiner mehr, weil jetzt ist dann bald vor der Liga, nicht Liga, ja. Jetzt ist dann der Endspurt zum Saisonhalbzeit, ja. Die Saisonhalbzeit beginnt, ja. Jetzt hat dann die 4 Spiele haben wir noch und dann ist Halbzeit. Ja. Was schon krass ist. Also, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.